Wie installieren Sie Ihre Horizon Box? Um Ihre Horizon erfolgreich zu installieren, verbinden Sie diese zunächst mit dem Dateianschluss Ihrer Multimedia-Dose. Versorgen Sie nun Ihre Horizon Box mit Strom und schließen Sie den Netzstecker an das Stromnetz an. Im nächsten Schritt verbinden Sie die Horizon Box über das HDMI-Kabel mit Ihrem TV-Gerät. Mit dem Kippschalter schalten Sie die Horizon Box ein. Anschließend schalten Sie Ihr TV-Gerät ein und werden vom Horizon-Menü begrüßt. Die Horizon Box bereitet den Assistenten vor und installiert gegebenenfalls ein Update. Dieser Vorgang kann bis zu 60 Minuten dauern. Warten Sie, bis die Sprachauswahl angezeigt wird. Ziehen Sie nun den Plastikstreifen aus der mitgelieferten Horizon-Fernbedienung. Ihre Horizon-Box befindet sich nun für 30 Sekunden im Pairing-Modus. Mit der Hoch- und Runter-Taste bewegen Sie sich durch die Sprachauswahl. Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Sprache und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Bitte haben Sie einen Moment Geduld, bis Sie gefragt werden, ob Vodafone Ihre Nutzerdaten verwenden darf, um Ihnen persönliche Empfehlungen für Filme und TV-Sendungen bereitstellen zu können. Mithilfe der Hoch- und Runter-Taste können Sie eine Auswahl treffen und diese mit der OK-Taste bestätigen. Als nächstes werden Sie nach Ihren Präferenzen für den Standby-Modus gefragt. Wenn Sie Ja wählen, verbraucht Ihre Horizon-Box im Standby mehr Strom, startet aber deutlich schneller. Nun müssen Sie einige Minuten warten. Zeitweise wird der Bildschirm Ihres TV-Gerätes schwarz sein. Wenn das Willkommensvideo abgespielt wird, ist die Installation erfolgreich abgeschlossen.